So, heute machen wir mal Gyros selber in unter einer Stunde. Das ist einfach ein ganz normaler Schweinenacken. Den schneide ich jetzt erstmal auf in Scheiben. Seht ihr, ungefähr ein bisschen weniger als ein Zentimeter dick. Und die werden dann nachher aufgespießt und vorher mariniert. So, dann ein bisschen Olivenöl drüber, das Ganze. Und dann, ich habe hier, ich nehme immer das Hellas Rapp. Und einfach gut Hellas Rapp drüber und dann einfach einmassieren. Ich tue noch ein bisschen Salz gleich dazu. So, guck mal hier, da ist der Gyros aufgespießt und ich habe blöderweise zu schmal geschnitten, dann bleiben einige Spieße in dem Rondell frei. Das Rondell kriegt der übrigens bei Santos, da steht es ein bisschen falsch rum. Ich mache dann immer unten den Brenner an, der direkt darunter liegt. Und einen daneben noch, damit ein bisschen Hitze reinkommt und dann später noch das hintere, den Backburner. Alles klar, jetzt bleibt ungefähr so eine Stunde drauf. Ja, guck mal, der ist jetzt von unten nämlich befeuert. Dann schaut es so aus, nämlich von beiden Seiten dann kurz kross, von außen natürlich, kommt er jetzt, seht ihr hier. Und außen natürlich ein bisschen mehr, weil ich den Heckbrenner anhabe. Dann kann ich den Heckbrenner ausmachen. Dann kriege ich auch so gleichmäßig hintereinander ein bisschen Zeit. Jetzt könnt ihr schon anfangen abzuschneiden, die schwarzen Krusten. Ja, so sieht es aus, wenn ihr abschneidet. Guckt, ich jetzt hier unten schon. Herrlich, ne? Wunderbar. Schmeckt auch super lecker. Ja, und so schaut das Ganze dann als Pita aus. Tasche. Für mehr geile Videos. Lasst uns ein Abo da, haut auf den Like-Button und abonniert uns. Macht bitte.